Das Game Fingergun wurde schon vor circa anderthalb Jahren vorgestellt und zeichnet sich dadurch aus, dass das der erste Shooter ist, der mit Handtracking funktioniert. Ihr braucht also keine Controller, sondern könnt mit euren Händen schießen und in diesem Video bekommt ihr meinen ersten Eindruck für diese App, die im Moment via AppLab zur Verfügung steht für 14,99 Euro. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wollt ihr wissen, wie ihr eure Quest noch besser machen könnt, dann schaut doch mal in diese Infokarte. Da findet ihr die wichtigsten Tipps, Tricks und Tutorials, die jeder Questnutzer kennen sollte. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem ersten Eindruck zu Fingergun. So, und da sind wir jetzt im Startbildschirm oder im Ladebildschirm zu Fingergun. Wird nochmal darauf hingewiesen, wir sollen das Licht anmachen und unsere Hände benutzen. Natürlich müsst ihr für Fingergun das Handtracking aktivieren. Wir wollen... Sekunde. Ich zeige euch einmal kurz, bevor wir starten, wo ihr das Handtracking aktivieren könnt. Ihr geht hier oben auf Einstellungen, wenn ihr hier unten auf... Also erstmal geht ihr hier unten auf Schnelleinstellungen, dann auf Einstellungen, auf Hände und Controller. Dann macht ihr das Handtracking an, also dass das hier auf Blau ist und ein automatischer Wechsel. Was ihr dann machen könnt, ist, ihr legt die Controller zur Seite und, na, hoffentlich funktioniert es jetzt. Ja, das sind unsere Hände. Woo. Subtitles on. Und jetzt schauen wir mal. Da gibt es übrigens auf eurer Quest auch so ein kleines Handtracking-Tutorial. Grab. Okay. Wanted. Doc Holliday. Genius Doctor. Mad Doctor. Ah, das ist cool. Das ist immer wieder cool. Aha, you, what on earth makes you think someone like you can bla bla bla. Ist seit langem mal wieder eine App, die Handtracking so umfangreich unterstützt. Ich habe jetzt gesehen, dass, guck mal hier, Tracking lost. Also wenn wir die Hände nach unten halten, wird das Tracking relativ schnell verloren. Aber Little Cities hat jetzt übrigens Handtracking-Support gekriegt. Das heißt, ihr könnt jetzt eure Stadt bauen mit auch mit Handtracking. Okay, wir wollen Holiday finden. Holiday! Celebrate! Okay. Oh, was kommt jetzt? Okay, deploy. No! Launch. Anyway, your right glove is collect. Equipped with my patent pending deploy. Grappling hook. Ne, warte mal, was soll man da machen? Okay. Around using the hook targets I've installed around the cave. Hurry up and find my workshop. I don't have all day. Ah. Ah, und so können wir uns da rüber hooken. Okay, wir haben jetzt hier wie so ein Grappling Hook. Was aber? Oh, was aber? Ich mach das mit. Scheiße, wir müssen wir. So, so können wir uns fortbewegen. Cool gemacht eigentlich, aber ist es halt. Da. Ah, das Handtracking fühlt sich gerade ein bisschen limitiert an, muss ich sagen. Mal gucken, wie sich das noch weiterentwickelt. Man hat dann doch schon häufig so daneben gestoßen. Und ich kriege hier verdammt häufig die Meldung Tracking Lost, auch wenn ich nur die Hände so runterhängen lasse. Das ist ein bisschen nervig, wenn man. Ich will ja nicht die ganze Zeit hier so stehen. Hm, guck mal da. Jetzt kriegen wir eine Knarre, wa? Ach, guck mal, jetzt haben wir hier eine neue Waffe. Firearm! Guck mal hier, guck mal schon. Guck mal schon. Ah, okay. Also wir müssen dann hier immer das seitliche Ding drauf. Was soll ich denn jetzt hier abschießen? Also. So. Pull the trigger, da können wir also auch noch was machen. Keine Ahnung, was das ist. Aber was sollen wir denn jetzt machen? Noch? Können wir uns hier noch irgendwo. Ah, guck mal! Now,
Wieso Tracking los? Wieso kriege ich andauernd die Meldung Tracking Lost? Also hier, ich habe hier alles gut durchleuchtet. Ach guck mal, ein bisschen hilft er uns beim Schießen. Your performance was Tracking Lost schon wieder. Well, you are ready for a real test. Just exit the cave through the opening on your left and meet me outside. Okay. He's so clueless. Wait, can you hear me? So, jetzt geht's raus. Also die Steuerung per Handtracking wirklich ein bisschen friemlich, wobei ich ja sagen muss, ich habe mich auf dieses Spiel gefreut, weil ich halt das Potenzial irgendwo sehe, ne? Round one. Okay. Und es war ein bisschen häufig Tracking Lost. Was sind das überhaupt für Gegner? Aber jetzt gerade geht's tatsächlich. Also gute Lichtverhältnisse sind auf jeden Fall extrem wichtig. Gerade als besonders häufig Tracking Lost war, stand ich aber auch mit dem Gesicht, muss ich sagen, Richtung Greenscreen. Und das tue ich jetzt gerade nicht. Jetzt müsste ich Richtung Kamera stehen. Vielleicht lag es auch daran. Das will ich dem Spiel jetzt nicht zu Lasten legen. Also was passiert jetzt hier? So Tracking Lost? Warum? Check out the short AR. Each one of them contains a different upgrade. Once you decide on one of them, just connect it to the core apparatus. Explosive travel makes your bullets bigger and increases their damage. Das klingt doch nicht schlecht. Okay. Oh. Oh. Also Hände nicht zu nah beieinander. Shoot from the hips. Okay. Und da muss ich jetzt genau drauf. Ah. Das ist ein bisschen friemelig. So, da können wir es jetzt ranstecken. Oh. Alter. Also hier kriegen wir noch so den Tipp, von Hüfthöhe zu zielen. Vielleicht funktioniert das dann tatsächlich besser. Gucken wir uns mal an. Tracking lost. Sind die Hände wieder zu nah beieinander oder was? Und da haben wir wieder ein Upgrade. Junge, bevor wir das Upgrade rangezogen haben. Health Gauntlet. Ja, ja, okay, ist okay, ich will jetzt hier. Also ist wirklich ein Ticken besser, wenn ihr so von weiter unten schießt und nicht so direkt drauf zielt, also so Cowboy-mäßig aus der Hüfte. Okay, jetzt haben wir die Karte. Ja. Tracking, warum hier das Tracking verloren geht, verstehe ich nicht. Oh, das ist frustrierend, Leute, das ist frustrierend. Ein Spiel, was so viel Potenzial hat. Ach, das war schon eine, die wir hatten. Ja, was haben wir jetzt hier? Makes your shields reflect bullets and increase damage to your shield. Okay. Ja, ein bisschen kann ja auch nicht schaden. Round 3. Ja, geh kaputt, Mann!
So, mal gucken, was kriegen wir jetzt hier erledigt? Boah, diese Tracking-Lost-Meldung ging mir auf die Eier, ne? Haben wir hier? Deploying the hook also protects. Okay, also wir können damit ein Schild hervorrufen. Okay. Wenn wir dreimal geschossen haben, macht das irgendwie ein Elektrofeld oder was weiß ich. Runde 4. Also die Zielhilfe, die ist schon mal sehr fair, muss ich sagen. Also dass, wenn man in die Richtung schießt, dass der dann schon so ein bisschen wie der rote Panzer bei Mario Kart. Ich weiß gar nicht, ansonsten hätte auch, glaube ich, hätte man hier gar keine Chance. Hier, huck den doch. Also mit ein bisschen Übung wird es besser. Hände nicht zu nah aneinander. Alter, was geht hier gerade ab? Hat so ein bisschen gerade was von Space Pirate Trainer, muss ich sagen. Space Pirate Trainer mit Handtracking. Eins meiner Lieblingsspiele auf der Quest. Aber im Moment wegen der Präzision von der Steuerung ist auf jeden Fall Space Pirate Trainer noch vorne. Und wegen des Arena-Modus. So, wir wollen auf jeden Fall, was ist das hier? Bigger and increases damage. Wir wollen mehr Damage. So. Oh, fuck, der hat meinen abgekriegt. Aber ihr merkt schon, es wird ein Ticken besser. Okay, am besten ist es nicht so auf Präzision zu gehen, sondern einfach in die Richtung zu gucken. Alter. Alter, was geht hier gerade ab? Ist das hier wirklich so ein... Können wir hier überhaupt durchkommen oder ist das... Alter. Dann kriegen wir nochmal einen Tipp. Hüfthöhe. Man hat immer so die Tendenz, von höher zu schießen. So, kaputt. Okay, kriegen wir jetzt noch ein Upgrade. Noch mehr Schaden, ist doch klar. Achso, nee, das ist schon unser Upgrade. Warum auch hier immer das Tracking verloren geht, wenn man den Bobble da anpackt. Noch mehr Schaden. Wir wollen allen Schaden. Ah, nee, warte mal. Doch, klar. Ach, guck mal, ihr habt hier verschiedene Kategorien, grün, gelb, und dann könnt ihr upgraden. Und wir graden jetzt rot ab. Runde 6. Also im Moment scheint es mir ein Wave-Shooter zu sein. Gar nicht so storymäßig. Oh. Oh, die Upgrades sind gut. Ah, kacke. Okay. Ja, da haben wir jetzt einen zu viel abgekriegt und dann können wir zurück zum Cave. Gucken wir mal, was Fingergun noch so kann. Practice, Workbench, Play, Tutorial. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, was bei Play. Ob wir da nur den einen Spielmodus haben. Sieht im Moment so aus. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwann weiter. Also es gibt hier auf jeden Fall noch Western-Städte oder was weiß ich. Ja, Leute, auf jeden Fall. Na komm. Auf jeden Fall soll es das erstmal gewesen sein von meinem ersten Eindruck zu Fingergun. Mein Fazit hierzu ist eine App, die jetzt schon, ich glaube, Ende 2020 schon angekündigt war.
Und worauf ich mich echt gefreut habe, ich hatte das gar nicht so kommen sehen, dass es dann wirklich in die Richtung Wave-Shooter geht. Gefällt mir an und für sich sehr gut, aber man merkt hier, also ihr könnt dieses Spiel schon kaufen. Es ist auch für die 14,99 € aus meiner Sicht okay. Aber ihr müsst euch darüber im Klaren sein, seht ihr hier, Tracking Lost. Und ich weiß nicht warum. Hier ist nichts, hier ist alles gut durchleuchtet, ja. Das heißt, hier und da kann es schon mal so ein bisschen frustrierend sein, was das angeht. Aber wenn ihr so ein bisschen Übung bekommt und euch merkt, aus der Hüfthöhe zu schießen, ich meine, so das krasseste Aiming braucht ihr auch nicht, weil ja auf den letzten Metern so eine die Zielhilfe dazu kommt, dann ist das hier echt ein cooles Game. Und ich denke auch, wir werden ja nicht nur die eine, so die eine Stage haben, sondern da wird ja noch eine Menge dazukommen im späteren Spielverlauf. Nur ich habe mich gerade ein bisschen doof angestellt. Aber ich insgesamt muss ich schon sagen, ist es hier. Na komm. Ich verstehe nicht, warum hier so viele Tracking-Lost-Meldungen kommen. Das ist echt ein bisschen blöd. Aber es ist ja trotzdem gut spielbar, wie ihr seht. Aber die Meldung, auch dass sie hier so direkt vorm Gesicht sind, selbst wenn das nur ein bisschen das Tracking verloren wurde, finde ich, hätte man da ein bisschen mehr Toleranz einräumen können oder das vielleicht nicht so ganz prominent im Sichtfeld platzieren. Weil so ist es dann schon irgendwann nervig. Und ihr müsst halt aufpassen, die Hände nicht zu nah beieinander zu nehmen und nicht auf Kopfhöhe. Erstmal die Kleinen. So, okay. Ja, und das ist mein Fazit zu Fingergun. Jetzt schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr Fingergun findet. Ein Release in App Lab gewesen. Das heißt, ihr findet das nicht direkt im Quest Store unter Neuerscheinung. Den Link zu diesem Game habe ich euch hier in die Videobeschreibung gepackt, falls ihr Interesse habt. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt, von euch zu lesen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Däumchen oben da. Wollt ihr wissen, wie ihr eure Quest noch besser machen könnt, dann schaut doch mal in diese Playlist. Da findet ihr die wichtigsten Tipps, Tricks und Tutorials, die jeder Questnutzer kennen sollte. Ein Podcast zu Virtual Reality findet ihr hier. Vielen Dank an meine Patreons, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao, Leute!